Ich darf vorwegschicken, Grafische Werkstatt, das ist ein Produktionsprozess in Salzburg. Ein Produktionsprozess und eine Werkstatt, die sich seit über 70 Jahren für Künstlerinnen und Künstler einsetzt, die im Thema Druckgrafik arbeiten. Diese Künstlerinnen und Künstler arbeiten in der Werkstatt selbstständig und hinterlassen erfreulicherweise Spuren. Diese Spuren sind meistens Editionen, Serien, Druckgrafiken in jedem Fall. Und von diesen gedruckten Werken wird jeweils eines einbehalten und in ein Archiv der Werkstatt gegeben. Es ist also eine enorme Sammlung seit den 70 Jahren schon entstanden. Und Teile dieser Sammlung, nämlich bis 1995, lagern im Museum der Moderne, weil es eine Schenkung an das Land Salzburg war. Diese Sammlung ist eine sehr, sehr vielfältige und für uns ganz wichtige, weil es Salzburg und Druckgrafik dokumentiert, aber auch Technisches dokumentiert und den Niederschlag der Künstlerinnen und Künstler über die Jahrzehnte aufzeigt. Und aus dieser Sammlung würde ich immer mal gerne wieder etwas herzeigen. Das ist aufgrund der Situation nicht ganz so kurzfristig, wie ich mir das erwünsche. Deswegen habe ich ein Format dazu mir ausgedacht, wo ich auf die Sammlung zugreife, in dem Arbeiten herausgelöst werden und durch neue Arbeiten inszeniert werden oder eingebaut werden. Und so ladet die Werkstatt junge Künstlerinnen und Künstler ein, um auf ein Blatt, jeweils ein Blatt der Sammlung zuzugreifen und damit zu arbeiten, um eine Ausstellung zu erzeugen. Dieses Format, also neue, junge Künstlerinnen für die Werkstatt, die auf das Alte, auf die Sammlung, auf das Archivierte zugreifen und daraus eine neue Ausstellung machen, das beginnt hier im Kunstraum Proate mit dieser ersten Ausstellung. Und der Übertitel Speicher und Speicherkraft, weil ich sozusagen die Kraft der Jugend anzapfe und den Speicher des Archives verwende. Zum Ersten ist Rudolf Radil die Wahl auf ihn gefallen, weil vom Kunstraum Proate ich eingeladen wurde, auch eine Zeichnungsausstellung zu kuratieren. Und unter der Druckgrafik schlummert sehr viel Zeichnung, aber ich denke, nirgends ist sie so offensichtlich wie bei Rudolf Radil, der mit seiner Strichigkeit und mit seinem grafischen Oeuvre sehr deutlich erkennbar ist als Zeichner. Das war ein Grund. Und der zweite Grund ist für mich, um herauszufinden, wie viel ist von dem für mich so selbstverständlich bekannten und wichtigen Künstler denn in der neuen und jungen Generation denn vorhanden und wie weit lässt sie sie übertragen? Es ist sozusagen ein Säulenheiliger der Werkstatt, der jetzt neu beschnuppert, bespielt wird. Und das hat den Ausschlag für mich dazu gegeben, Rudolf Radil als Ersten zu nehmen. Das Karussell ist eine Lithografie aus den 50er Jahren, die für mich sehr, sehr wichtig ist, aus verschiedenen Gründen. Zum einen widerspiegelt es das, was ich vorher meinte über Zeichnung. Wie kann man das Zeichnerische, das Strichige druckgrafisch umsetzen? Und wie sehr ist der Landschaftsabbildner Radil an die Landschaft oder an die Realität gebunden? Und wie sehr setzt er sich über sie hinweg? Und das Ganze ist noch mit einer vollkommen abstrakten Farbigkeit versehen. Diese Farbigkeit hole ich mir in meine Arbeit ein bisschen herein und diese Nicht-Realitätsgebundenheit des Abbildens, die hole ich mir auf eine andere abstrakte Form auch wieder herein. Es gibt ein Kinderbuch, Henriette Bimmelbahn, die aus dieser gleichen Zeit ist, und da sind Farbversatzstücke und Kompositionen drinnen, die mich sehr stark an diese Arbeit von Radil erinnern. Und das ist eine Kindheitserinnerung, die ich als Kindheitserinnerung in meiner Arbeit Treasure Island auch aufnehme. Also es sind sehr viele Ebenen, warum gerade dieses Karussell für mich eine so beschwingte, schwingende und sich drehende Rolle spielt. In der Grafischen Werkstatt liegt ein Schatz oder lag ein Schatz, den ich immer noch als Schatz empfinde, das sind Landkartensteine, also lithografische Steine, die für den Landkartendruck verwendet wurden. Und die sind wahrscheinlich über 100, 120 Jahre alt. Nicht nur die Steine, sondern vor allem die Zeichnung, die darauf ist. Und wie das in der Druckgrafik so ist, hat jeder Stein eine eigene Farbe, jede Farbe ein Stein. Und somit sind es sehr abstrakte Zeichnungen, die sich nur durch das Überlagern zu einer Landschaft, zu einer Oberflächendarstellung, zu einer Karte fügen. Diese Steine sind bisher nur gelagert und auch nicht besonders gut behandelt worden. Die habe ich im ersten Prozess versucht, lithografisch wiederzubeleben
und daraus etwas zu machen. Und zwar nicht eine ausschließlich Reproduktion dieser Steine, also die so zu drucken, wie sie sind, sondern daraus mir eine neue Landschaft zu basteln. Aus den vorhandenen alten Steinen eine neue Landschaft, eine neue Karte zu ersinnen. Und beim Drucken selber, beim Tun, beim druckgrafischen Arbeiten wird da ganz viel erzählt und es taucht sehr viel auf, das ich aufnehme und relativ assoziativ weiterverarbeite. Und so entsteht eine große Serie von eigentlich nur 16 Steinen ausgehend. Die werde ich ein bisschen anreichern durch meine eigenen Zeichnungen, um dem einen Stempel aufzudrücken, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Im Gesamten ist es eine Serie von vielen Einzelblättern und vier großen Landkarten, die aus diesen alten Steinen zusammengesetzt sind. Also ich habe mir die Arbeit ausgesucht, die Fabrik, oder in dem Fall ist auch eine Brücke auch noch mit dabei, eine Lithografie. Es ist mir bei ihm eben ganz stark aufgefallen durch das Durchblättern der Kataloge, dass es einfach immer um das Menschgemachte geht, um das Chaos, um das Schnelle, das Eifrige, Emsige. Und das fasziniert mich, die Geschwindigkeit, das in Bewegung sein. Und gleichzeitig ist das bei mir genau das Gegenteil vorhanden. Ich versuche immer runterzukommen, in der Ruhe zu sein. Das eigentlich bei der künstlerischen Arbeit, weil im Alltag schaffe ich genau das Gegenteil auch. Und für mich ist dann die Bergsituation, die Bergdarstellung eigentlich das, was für mich am besten das darstellt, eben Gegenpol dieser Arbeiten. Und genau, also das zur Ruhe kommen, die Stille. Und was mich auch fasziniert, ist einfach bei der Bergdarstellung, dass die über den Dingen steht. Der Mensch ist im Tun, im Werken, ob es dort Kriege sind oder Seuchen oder andere Sachen. Aber der Berg steht über den Dingen und es ist immer ruhend. Und, aber eigentlich nur für uns ruhend, weil auch der Berg ist in Bewegung, im feinsten Kleinen. Und in dem Fall habe ich die neuesten Arbeiten habe ich scheinbarer Stillstand genannt. Und es ist eben was immer auch dort in Bewegung, immer was ganz Unmerkbares. Genau. Die Arbeiten im Fluss, das, wenn man auf diese Bilder schaut, dann sieht man lauter Bewegungen von Landschaften von oben eigentlich. Die passen auf einen Ort ganz gut zu Martin, weil er eben seine Landkarten hat und die Flüsse auch sichtbar sind oder die Städte. Und in dem Fall ist es aber ein Blick auf meinen Kopf. Und da ist ein MR-Bild, also eine Darstellung in Scheiben geschnitten von mir, wo man sozusagen die ganzen Adern sieht und die Flüsse und oder das Gehirn ist ja eigentlich auch wie eine Nussschale, da ist viel los, also überall in der Natur finden sie die Formen und genauso auch in den Menschgemachten, die Städte und die Flüsse fliegen wieder durch die Gegend. Und ja genau, also das ist in dem Fall im Fluss die Arbeit, die sieht man da. Und die Vögel, das sind Arbeiten, die was schon ganz lang immer entstehen. Das sind meistens bei mir Bleistiftzeichnungen. Ich habe immer einen Zettel und einen Stift in meiner Tasche. Ich kann gar nicht, also wie irgendwo lang zu sitzen, da brauche ich dann einen Stift. Und genau, in meinen Ruhezeiten entstehen einfach Striche, Striche, Striche. Und manchmal da wische ich eine Radierplatte und dann wird es da eingegraben, sozusagen, eingeritzt. Genau. Ich habe mich seit 2018 schon mit dem Sessel beschäftigt. Das liegt daran, dass ich ein Atelierstipendium gehabt habe in Wien. Und da waren diese zwei Fauteuils, diese zwei richtig gemütlichen Sessel dort. Und da ist mir eben aufgefallen, dass ich immer
quasi so extrem viel Zeit auf diesen Sesseln verbracht habe und immer meine Bilder angeschaut habe. Und ich mir gedacht, okay, jetzt möchte ich quasi ein Spiegelbild malen von mir auf diesen Sesseln, wie auf diesen Sesseln sitze. Und das war für mich so eine interessante Geschichte, dieses Auf- und Abtauchen von Menschen oder von mir jetzt in diesem Zeitpunkt. Und das hat mich so fasziniert, diese Thematik. Und deswegen habe ich das einfach für mich genutzt und habe da extrem viel darüber gemacht und viel gemalt und viel Arbeiten dazu gemacht. Und natürlich, wo ich dann diesen Katalog gesehen habe mit den Radil, mit den Arbeiten von Radil, ist mir natürlich sofort diese Radierung aufgefallen mit den leeren Stühlen. Und das hat mich gefasst und ich habe gesagt, okay, ich muss das jetzt einfach nehmen. Ich bin da gar nicht davon weggekommen. Und nicht nur aber die Stühle haben mich fasziniert, sondern natürlich auch die Strichführung, wie er die ganze Umgebung einfasst in diesen schnellen Strich mit dieser Linie, die sehr konkret ist, aber trotzdem sehr spontan wirkt. Ich bin natürlich mit diesem Radil in meinem Kopf in Finnland gewesen und dieses Sitzen hat mich natürlich immer beschäftigt und ganz speziell halt in der Sauna. Diese Saunasituation, dieser ganze Prozess, das hat mich einverleibt und ich habe mich einfach extrem viel mit dieser Saunathematik beschäftigt, weil es für mich erstens als Frau ein wahnsinnig performativer Akt war, jeden Tag in diese Sauna zu gehen, nackt. Und zweitens natürlich gibt es so viele verschiedene Komponenten, die ich spannend gefunden habe. Dieser soziale Aspekt, diese Extreme von kalt und heiß und diese Natur natürlich und diese Landschaft zusätzlich. Und deswegen war es für mich dann der Punkt, wo das eigentlich eins von einem ins andere gegangen ist, dass ich mich mit der Sauna-Thematik in verschiedenen Aspekten damit beschäftigt habe. Also ausgehend bei mir, wie ich arbeite, ausgehend ist immer die Zeichnung. Also von der Zeichnung komme ich immer zu den anderen Sachen. Und für mich war das jetzt mal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mal wirklich in den Raum gehe und mich da versuche mit Installationen, mit Objekten und auch das Ganze verbinde. Das heißt, nicht nur jetzt, okay, das ist Textil, das ist sowas Abgeschlossenes, sondern für mich fließt es total ineinander. Zum Beispiel jetzt die Druckgrafik, also der Holzschnitt auf Textil oder eben auch Zeichnung und Cyanotypie auf Keramik. Also für mich fließt das alles ziemlich ineinander und ich habe das total gern, dass ich meine Hände überall quasi reinstecke und mir das mitnehme, was ich gerade brauche und was ich will. Für mich ist das Sitzen eben diese An- und Abwesenheit, die was mich immer beschäftigt, was wir jetzt auch in den letzten Jahren natürlich auch gemerkt haben, wo ist wer anwesend, wo ist wer abwesend, wo gibt es fehlende Teile und mit was beschäftigen wir uns eigentlich wirklich im Leben, was ist wichtig im Leben. Und eben, was ich vorher gesagt habe, dieses Auf- und Abtauchen von Situationen, von Gefühlen, von Menschen, das steckt eigentlich immer in meinen Arbeiten drinnen. Also eigentlich immer diese auf dieser Metaebene und diese auf diese Gefühlswelt aufgebaut. Es sind sehr persönliche, natürlich ein sehr, sehr persönlicher Zugang. Und für mich, ich zeichne schon hin und wieder diese, also von live, quasi Live-Drawings. Aber was ich auch immer wieder mache, da sind auch ganz viele Arbeiten dabei, dass ich einfach das vom Gefühl aus zeichne und von meiner Imagination. Das ist mir oft viel, viel wichtiger, als wie jetzt, was ich wirklich sehe. Und genau, ganz viel Arbeiten ist dann eben auf diesen Zeichnungen basierend. Genau.